Warum träumen wir eigentlich? Jeder Mensch träumt jede Nacht im Schlaf und das gleich mehrfach. Aber nicht immer bleibt die Erinnerung an so einen Traum, im Schnitt sogar nur einmal pro Woche. Warum wir träumen, da sind sich Forschende uneinig. Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker wie Sigmund Freud glaubten, dass die Träumenden Wünsche oder Triebe ausleben. Heute glauben viele Forschende eher, dass die Träumenden Eindrücke und Emotionen im Unterbewusstsein verarbeiten. Alles wird nochmal neu gesichtet, geordnet und neu verknüpft. Ein wichtiger Prozess für unsere geistige und seelische Gesundheit. Andere Forscher und Forscherinnen glauben, wer sich im Traum immer wieder beängstigenden Reaktionen stellt, absolviert vielleicht eine Art Überlebenstraining, das auf den Alltag vorbereitet. Ich habe letzte Nacht auch geträumt und habe mich gefragt,